Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei Skyrim, herzlich willkommen zurück bei Opa Helmi, herzlich willkommen zurück bei Merlina, die kleine Zauberin. So, dann gehen wir mal hier hoch. Der lange Winter, ja, ja. Was für eine schreckliche Zeit. Ja, 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 der kampfgeborenen Clan, genau. Diese Graumähnen sollen verdammt. Ja, die sollen verdammt gut aussehen, habe ich auch gehört. Diese Graumähnen, du Mann, die sehen aber toll aus, du. Genau das habe ich auch gehört. Was? Wo kommst du denn her? Tablet. Es ist mir eine Ehre, euch wiederzusehen, mein Ach, der Huska ist da. Guck mal, Huska, Huska. So. Hier. Guck mal, die haben wir nämlich noch gar nicht. Haben wir die noch gar nicht. Zack. Wirklich zerstören? Ja, klar. Das kann ich ja nicht lernen, ne? Okay, du hast, ja, erlernt. So, wunderbar. Das haben wir gelernt, wunderbar. Ich überlege, ob ich das Haus kaufen soll, aber das kann ich immer noch. Ja, ja. So, wir gehen jetzt raus und dann gehen wir wieder zurück. Per Schnellreise. Auch wenn wir das eigentlich nicht machen, aber mein Gott, wenn man so... Wenn man so eine Krankheit hat und man muss die loswerden, dann tut so eine Schnellreise einfach mal Not, ne? Wir wollen ja nicht hinterher plötzlich Vampir sein, das ist nicht so schön. So, jetzt können wir zurückporten. Hier hinten, da. Natürlich, und dann gehen wir die Treppen hoch, die 97.000 Stufen. Und wenn wir das haben, dann gehen wir zur Akademie. So. Neuer Spielstand von mir. Mach einen neuen Spielstand. Ja, geht doch. So. Gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Ja, das habe ich auch gehört. Ja, ja, ja. Oh je, habe ich auch gehört. Genau dasselbe habe ich auch gehört. Aber sowas von genau dasselbe. Ich bin auf der falschen Seite, oder? Kann das sein? Da muss ich, glaube ich, hoch. Ah. Ja, ich bin auf der falschen Seite. Ja, ja, das habe ich auch gehört. Das habe ich gehört. Du brauchst mir nichts erzählen. Ich habe das gehört. Nein, nein, das ist... Nein, nein, das habe ich gehört. Ups, ja. Ich wollte hier nicht... nein, nein. Lasst eure Hände in euren eigenen Taschen, diebische Schlange. Aua. Wir haben ein Volk, das nicht ganz so angesehen ist, glaube ich. Kuckuck. Klemek, komm, wir reden mal. Ja, was bringst du denn hoch? Hauptsächlich Nahrungsvorräte wie Stockfisch oder Pökelfleisch. Cool. Sachen, die lange haltbar sind. Natürlich. Die Graubärte kommen nicht oft raus. Nee. Versteht, was ich meine. Nee, verstehe ich nicht. Und das geht. Eine Art Übereinkunft zwischen uns. Ah. Es wäre einfach nicht richtig, für ein paar konservierte Lebensmittel etwas von ihnen zu verlangen. Ach so. Das Problem ist, dass meine Beine nicht mehr so kräftig sind wie früher. Ja, ja, ja. 7000 Stufen ihren Tribut fordern. Ja, ja. Das kann ich doch machen. Ja, klar. Ach, super. Nehmt diesen Beutel mit Vorräten. Cool. Wenn ihr oben angekommen seid, sieht ihr die Spendentruhe, in die ihr den Beutel einfach hineinlegt. Dann mache ich. Das war es schon. Ja, guck. Gibt es was, worauf ich achten muss? Okay. Nichts, womit jemand wie ihr nicht fertig wird. Okay, alles klar. Achtet darauf, nicht auszurutschen. Bei
diesem Wetter können die Stufen gefährlich sein. Ja, unglatt. Also dann, ne? Seid vorsichtig, ja. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß es auch nicht. So, dann machen wir mal. Jüdel, die Düdel. Ich meine, was? Was? Wer sagt denn sowas? Noch nicht der Opa, oder? Lesen. Vor der Geburt der Menschen haben die Drachen ganz Mundus beherrscht. Ihr Wort war die Stimme und sie benutzten sie nur, wenn es absolut notwendig war. Gott, da kenne ich einige Leute, wo ich sagen würde, ja, mach das auch so. Denn die Stimme konnte den Himmel verdunkeln und das Land überfluten. Naja, bei denen ist das nicht so, aber bei denen kann die Stimme ganz schön viel Dummheit anrichten. Weil die auch dumme Dinge sagen. Mit dumme Worte, mit dumme Stimme. Oh. Ach so. Mal ein paar Reptilien, ja. Nichts Großes. Verstehe schon. Nichts, wo man sich vor in Acht nehmen müsste. Alles klar. Schon verstanden. Dann nehmen wir mal das Gift mit. Danke. Eine tote Ziege. So, so. Nichts Besonderes. Nichts, wovon man sich großartig fürchten müsste. Schon kommt so eine Riesenspinne an. Alles klar. Aber, nein, die Stufen sind glatt. Darauf muss ich achten. Die Stufen sind auf jeden Fall glatt, hat er gesagt. Da muss ich vorsichtig sein. Na guck. Hopp, 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 hopp. Lass uns doch die glatten Stufen hochgehen. Sag mal, hast du es jetzt? Komische Ziege, danke. Was machst du? Da ist keiner zum Saufen. Lesen. Die Menschen wurden geboren und verteilten sich in Mundus. Die Drachen herrschten über die kriechenden Massen. Damals waren die Menschen schwach und hatten keine Stimme. Und wieder war es eine schöne, schöne Zeit. Damals im Mundus, wir erinnern uns, als die Menschen keine Stimmen hatten, das war eine wirklich schöne Zeit, aber eine schlechte Zeit für Let's Player, natürlich. Hallo? Sag mal, geht's noch? Das sind so die kleinen Tierchen, die hier rumrennen. Hier, nimm den noch. Ich liebe Feuerzauber. Ja, hier, da. Bitteschön. Jawoll. Normalerweise müsste ich ja Schildzauber und sowas noch aktivieren, aber mein Gott. Haben wir halt nicht nötig, ne? Nehmen wir nicht einfach alles? Oh. Warum denn nicht? Lass uns doch mal alles nehmen hier. Mann. Nichts Besonderes, versteh schon. Ich hab's an den Knien, Ja, das ist mal ein Eiswolf, das ist auch noch nicht mal so ein normales Tier. Nicht weglaufen. Nein, nee, lauf nicht weg, ich hab dich lieb. Wo rennst du denn hin? Wir sind doch Freunde. Wölfchen. Jetzt rennt er weg. Wolf, warte doch. Jetzt warte doch mal eben. Ich wollte doch noch mit dir reden. Der war doch hier, ne? Da. Ja, guck mal. So. Jetzt kann ich noch niemals mehr dein Fell gebrauchen, weil er total verbrannt ist, weil du nicht stehen bleiben wolltest. Toll. Dann lese ich eben hier wieder was. So. Der junge Geist der Menschen war stark in der alten Zeit. Sie hatten keine Angst, gegen die Drachen und deren Stimmen zu kämpfen. Aber die Drachen schrien sie einfach nieder und brachen ihnen das Herz. Ja, das haben die gemacht. Das weiß ich noch.
Da kann ich mich noch gut dran erinnern. So, also ein Eiswolf, ein Säbelzahntiger und eine Riesenspinne. So, so. Nichts Besonderes hier, natürlich nicht. Alles gut, alles ganz normal. Alles easy peasy. Stimmt, wir müssen ja noch Alchemiekram mitnehmen hier. Ist mir total durchgegangen. Stimmt ja, Skyrim, ich muss Alchemie sammeln. Mann. Da ist wieder das nächste Ding. Oh, da sieht schon einer. Geh weg. Ich will lesen. Weg da. Mein Ding. Seid auf der Hut vor Wölfen, wenn ihr den Pfad nach Hochrotka emporsteigt. Ja. Ich hab schon einen gesehen. Einen süßen kleinen. Keine wandte sich an Patunax. Der Mitleid mit den Menschen hatte. Gemeinsam brachten sie den Menschen bei, die Stimme einzusetzen. Daraufhin wütete der Drachenkrieg. Drachen gegen Zunge. Hä? Okay. Oh, den nehme ich mit. Stimmt ja, ich muss ja sammeln. Lalalala, sammeln. Lass mich doch mal sammeln, dann werden die Sachen auch nicht vergammeln. Natürlich nicht. Das ist schon sehr, ne? Ich meine, ist jetzt dunkel, ne? Kann man nicht wie sehen, aber schon hat schon was. Schon sehr ampunsand. Ampunimpun, meine ich. Da ist ein roter Punkt. Da oben. Und ich sehe auch den roten Punkt. Da ist er. Komm. Hast du mich gesehen? Tatsächlich. Echt jetzt? Hier, nimm den. Oh, ein Eistroll. Wie schön. Komm her. Also so ziemlich die mächtigsten Tiere, die wir gerade hier finden können. In Skyrim. Hier, ich mach dir auch ein bisschen Strom. Bitte schön. Du kannst einen Rasierer benutzen. Wow. Ganz schön Schmackes hinter den Feuerdingens. Trollfett. Na super. Du bist aber nicht so schön. Aber egal. So, was steht hier? Die Menschen siegten, sie schrien Alduin aus der Welt und sie bewiesen, dass ihre Stimme auch stark war, obwohl sie viele Opfer zu beklagen hatten. Siehst du? Die Menschen wieder. Ja, man darf den Menschen nichts, ne? Dann, die machen sofort, machen die was. Wieso geht's denn hier wieder runter? Ich muss doch nach oben. Ich muss auch auf den Berg. Jetzt renn da nicht runter. Renne ich in die falsche Richtung oder was? Nein. Und was ist denn das überhaupt für ein blaues Teil da, was da markiert ist? Ach, wir gucken erstmal hier. Mit brüllenden Zungen erobern die Kinder des Himmels. Was? Erobern die Kinder des Himmels? Sie gründen das erste Reich mit Schwert und Stimme und die Drachen zogen sich aus dieser Welt zurück. Ja. Hier ist ganz schön scheiß Wetter, guck mal. Aber trotzdem ist es sehr geil gemacht, da gibt's nichts. Hui. Oh, Schneebären. Na, die nehme ich natürlich mit. Nirgendwo findet man mehr Schneebären als hier anscheinend. Da ist wieder ein Telefon. Da steht wieder eine Telefonzelle. Junge, die steht hier aber. Ja, okay. Die Zungen am Roten Berg verschwanden gedemütigt.
Jürgen Windrufer begann seine 7-jährige Meditation, um zu verstehen, wie die starken Stimmen versagen konnten. Ja, der Windrufer, der Alte, der hatte drauf. Oh, da ist schon das nächste Telefonhäuschen. So. Jürgen Windrufer entschied sich für die Stille und kehrte zurück. Die 17 Disputanten konnten ihn nicht niederschreien. Jürgen der Stille erbaute sein Heim auf dem Hals der Welt. Mit 17 Mann haben die auch den eingeschrien. Das war bestimmt nicht so schön. Das war kein schöner Tag. Nein, nein. Das glaube ich nicht. Oh, da sind wieder ein paar Kräuterchen, oder? Nö, doch nicht. Schade eigentlich. So, hier haben wir noch ein Telefonhäuschen. Nach jahrelanger Stille nannten die Graubärte einen Namen. Tiber Septim, damals noch ein Jüngling, wurde nach Hochrockgard gerufen. Sie segneten ihn und nannten ihn, was? Dovahkiin. Du doofer Kindo, du bist ein doofer Kindo. Ganz schön doof, du Kindo. Oh, hier, nimm doch mal ein paar Beeren mit, danke. Oh, hier. Ja, nun, lies auch. Die Stimme bedeutet Verehrung, folge dem inneren Weg, sprich nur in wahrer Not. Cool. Ui, ich habe einen Segen bekommen oder sowas. Und hier ist die Truhe. Die ist leer, natürlich. Aber wir tun ja was rein. Was tun wir denn rein? Hier irgendwie so ein... Was war denn das? Armselig, Wolfspelz, Säbelzahn, Tigerpelz. Was war denn das? Essen oder was, ne? Da, die Vorräte. Die tun wir da rein. Na, genau. Genau, abgeschlossen. Kehre zu Klimek zurück. Ja, aber jetzt nicht. Jetzt muss ich erst hier rein. Naja. So, ihr Lieben. Seid mir nicht böse. Heute ist eine kurze Folge, aber boah, ich bin so müde. Und es ist auch schon sehr, sehr, sehr spät. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wie gesagt, nächstes Mal gehen wir hier rein und dann machen wir uns auf den Weg nach zur Akademie. Da Winterfeste, genau, da geht's dann hin. Und was ist das hier? Markierter Ort, warum auch immer. Kann man ihn wegmachen? Kann ich den nicht wegmachen? Das wird nicht besser. Na gut, macht's gut, bis dann, euer Opa Helmi. Tschüss.